zusammen. Heute muss ich euch doch mal einen meiner absoluten Jugendträume vorstellen. Etwas, was ich mir damals nie hätte leisten können. Und jetzt vor circa 3 Jahren bin ich doch wirklich mal günstig an so ein Exemplar rangekommen. Und das ist wirklich, eigentlich ein Meilenstein und eines der besten Kassettendecks, das jemals gebaut wurden. Das Onkyo TA 2900, international hieß es auch 2090. Und wirklich gebaut von 84 bis 86 etwa. Und wenn man sich das mal überlegt für die Zeit, was da schon alles drinsteckt und was dieses Gerät hier alles kann und macht, das ist wirklich grandios und fantastisch. Es hat noch eine etwas ungewöhnliche Baubreite von 45 cm im Verhältnis zu den späteren Integras. Die liefen noch mit zu der, unter dem Namen Private Edition und gehörten auch noch mit zu diesen großen Vorendstufen mit diesen riesen Zeigern dran. Unheimlich tolle und schöne Serie. Wie gesagt, nur ein etwas ungewöhnliches Gehäuseformat, wenn man mal die späteren Decks dazu dann auch noch sammelt. Ja, und ich würde sagen, jetzt gucken wir uns mal ein bisschen die technischen Feinheiten von diesem richtig grandiosen Stück an. Werfen wir einen Blick auf die Details. Hier steht es mal zusammen mit seinem Vorgänger, dem Onkyo TA 2070, hat noch die gleiche Bauform in 45 cm. Das sind eben Geräte, die noch bei der Private Edition und sowas dabei standen. Und ich fand den Vorgänger mit seiner Anordnung auch noch sehr schön. Das Gerät habe ich aber in einem extra Beitrag mal gezeigt. Wir konzentrieren uns heute mal auf das 2900. Das, wie ich finde, eine wirklich grandiose Optik hat mit seiner Anzeige und den wirklich sehr, sehr vielen LEDs, wo es wirklich alles Mögliche anzeigt, wirklich alles schlägt. Hier wird vielleicht auch oft was angezeigt, was mehr oder weniger sinnvoll ist, aber warum macht man sowas? Ich würde mal sagen, weil es geht. Mir gefällt es. Wir haben bei dieser Serie, obwohl schon Integra draufsteht, noch die kleinen, aber Metall Powerknöpfe, die wurden ja später größer mit dem orangenen Leuchtbalken. Wir haben noch einen Timerschalter für Aufnahme und Wiedergabe, falls ich getimert was vom Radio aufnehmen wollte oder sowas. Heute als Radiowecker für mich auch immer noch sehr interessant, weil ich habe immer Timerbausteine oder geschaltete Steckdosen davor und kann damit dann eben auch noch mich wecken lassen. Die Eject-Taste funktioniert heute immer noch hervorragend. Das Kassettenfach ist immer noch gedämpft. Wir haben das Kassettenfach beleuchtet. Das Display ist wirklich, wie ich finde, grandios, mal abgesehen von der Aussteuerungsanzeige, zweifarbig mit Peak Hold. Etwas, unheimlich schön gestaltetes. Dazu eben noch die ganzen LEDs, die ich gleich in der Funktion dann auch nochmal zeige. Hier wird sicherlich mehr angezeigt, als manchmal nötig ist. Aber, warum macht man sowas? Ich würde mal sagen, weil es geht und weil man hier einfach, denke ich mal, versucht hat, alles zu geben. Alles, was machbar ist, wurde hier auch gemacht. Wir haben ein Echtzeitzählwerk mit Restzeitanzeige, wo ich dann eben die Bandlänge selektieren kann. Ich habe hier noch den Punkt 46L. Ich habe noch nie so eine Kassette in den Fingern gehabt, aber es gab sie mit größeren, dickeren Spulenkernen. Und hier wird man gleich im Betrieb noch sehen, ist es einfach so, dass man wirklich noch sieht, dass der Computer rechnet, die Restlaufzeit ausrechnet. Und sowas finde ich total gut, wenn man da immer auch noch ein bisschen was von der Technik mitbekommt. Wir haben hier auf der rechten Seite mal verschiedene Wiederholfunktionen vom Single, Full und Block Repeat und den Einmesscomputer, das Auto AccuBias. Grandios gut eigentlich bei allen Onkyos, weil es wirklich eine weite Range hat und mit so ziemlich jedem Band klarkommt. Und einfach bei mir hier, meinen Geräten, tadellos funktioniert. Ich bin immer wieder begeistert, wie genau dieses Auto-Akku-Bias arbeitet. Und vielleicht habe ich auch natürlich Glück, dass meine Geräte super justiert sind. Aber ich kann wirklich überhaupt nicht meckern. Ja, wir haben wie beim späteren 2570 auch die Level-Kalibrierung manuell. Aber mit Testtongenerator, zeige ich in der Funktion auch gleich noch. Wir haben ein HX Pro schon hier bei dem Gerät, zuschaltbar, und ein MPX-Filter. HX Pro verbessert die Höhenaufnahme, sag ich mal. Dazu habe ich in einem Sonderbeitrag auch schon mal ein bisschen was erzählt. Und den MPX-Filter, den Multiplex-Filter für Radioaufnahmen, um die Trägerfrequenzen rauszufiltern. An Rauschunterdrückung ist hier nicht nur Dolby B und C an Bord, sondern sogar noch ein DBX.
selten und wirklich mal richtig gut. Zudem habe ich hier noch den Output-Level, der sowohl den Output an der Gerätrückseite, also bei Cinch, regelt, als auch über den Kopfhöreranschluss. Finde ich mal ganz gut, dass man es hier auch regeln kann. Und ich habe hier, weil ich zur Aussteuerung selber einen Schieberegler für Master habe, noch den feinen Einstellungen Kanal getrennt, linken und rechten Kanal. Da es ein Dreikopfdeck ist, habe ich auch noch einen Tape-Source-Schalter. Schauen wir uns die Funktion ein bisschen näher an. Ich habe die Kassetten in der Regel ja kodiert. Ich habe hier eine Typ-2-Kassette mit der Kerbe neben der Löschlasche. Wenn ich die einlege, sehe ich hier, welchen Bandtyp ich eingelegt habe. Jetzt hat mein Kassettendeck hier wahrscheinlich zwei Lämpchen kaputt, denn ich habe die beiden untersten hier noch nie leuchten sehen. Normalerweise würde ich mal vermuten, dass jetzt hier gerade Stopp leuchtet und hier Down, also Schlitten unten, weil wenn ich die Wiedergabe starte beispielsweise, sehe ich, dass der Kopf hochfährt. Wenn ich Pause drücke, sehe ich, dass der in der Mittelposition ist, also leicht abgesenkt. Bei Stopp würde ich vermuten, sollte die untere leuchten. Das ist was, das muss ich mal bei irgendeinem Service nochmal mit anschauen. Das ist wahrscheinlich nicht ganz in Ordnung so. Ansonsten habe ich die Geschwindigkeit angezeigt. Da wird eben die Stopplampe auch nicht leuchten, wenn das Deck steht. Und in dem Augenblick, wo ich spule, sehe ich auch, dass er die hohe Geschwindigkeit anzeigt. Ja, bei Wiedergabe nochmal. Bei Stopp, denke ich mal, sollten eigentlich jetzt die unteren Lampen leuchten. Wie gesagt, habe ich bei meinem noch nie gesehen. Ich habe das vor 3 Jahren sehr gut überholt, eigentlich mal gekauft. Es ist wirklich viel dran gemacht worden. Ich habe eine ellenlange Liste. Viele Sachen sind besser, als sie vorher mal waren, was Lager und sowas angeht. Etwas ist hier auch nicht ganz original an meinem Gerät übrigens. Das fällt dem einen oder anderen Experten vielleicht schon auf. Bei mir gucken diese beiden Potis hier raus, die sind im Originalen versenkbar. Da die aber defekt waren, wie bei so vielen, sind die hiergegen, also allerdings sehr hochwertig ersetzt worden. Nur die sind nicht mehr versenkbar, die gucken jetzt nach vorne raus. Aber ansonsten ist das alles optisch noch im Originalzustand. Ja, wir können mal schauen, dass wir zum Beispiel die Kalibrierung mal machen hier für das Gerät. Dem starten wir mal den Generator, schieben den Masterregler so weit nach rechts, fast an den Anschlag, dass mal die ersten roten Lämpchen nicht leuchten. So, starten einfach mal die Aufnahme, schalten auf Hinterband und stellen fest, hey, es passt ganz gut, weil das Deck ist auf TDKSA eingemessen. Diese Kassette ist fast eine Super CD Ink. Sonst würden wir einfach mit diesen beiden Reglern nur so einstellen, dass eben auch die beiden ersten roten Leuchten nicht leuchten. Somit ist der Level schon mal korrekt eingestellt. Als nächstes zur Einmessung sind in Aufnahmebereitschaft. Würden wir mal den Auto-Akku-BIAS starten, den Einmesscomputer. Man sieht es hier auch, dass er arbeitet. Jetzt über mehrere Frequenzen eingemessen, spult zur Stelle zurück, wo ich gestartet bin mit der Einmessung und ich kann meine Aufnahme jetzt beginnen. Das Gerät ist jetzt also optimal auf dieses Band eingemessen. Ich ersetze nochmal mein Zählwerk und höre mir nochmal mein Quellsignal an. So, steuere nochmal aus. Und starte einfach mal meine Aufnahme. Kann jetzt auch auf Hinterbandkontrolle schalten. Ich habe ein Dreikopfdeck, ein direkt angetriebenes Dreikopfdeck mit Doppelkapstan. Und bin hier natürlich jetzt wieder in der Lage, schon während der Aufnahme meine Aufnahme auch noch gleich zu hören. Für mich immer ja, eine wirklich wichtige Funktion, heute vielleicht noch mehr als damals, weil man ja heute immer mehr gebrauchte Kassetten verwendet, die vielleicht nicht mehr ganz so klasse sind. Und jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, den ich wirklich total schön finde. Wir sehen, das Zählwerk läuft jetzt hier vorwärts. Ich will die Restzeit ermitteln und ich habe ja irgendwo mitten in dem Band mal angefangen. Dem Augenblick, wo ich jetzt hier das umschalte, Calc für Calculate, errechnet jetzt wirklich und zeigt mir jetzt an, dass noch 30 Minuten und 24 Sekunden in diesem Fall gerade mal ablaufen. Also das ist etwas, was ich einfach schön finde, dass man noch sieht, dass hier ein Computer was tut.
und noch nicht so flott ist wie heute und ja, ein paar Sekunden mal braucht, um zu einem Ergebnis zu kommen. Richtig schön, mag ich. Ja, und ist meine Aufnahme von diesem Track jetzt vielleicht eben gerade zu Ende, damit ich für den Musiksuchlauf auch die richtige Pausenlänge habe, habe ich die Autospace-Taste, wo er sofort eine Stummaufnahme macht für ein paar Sekunden, automatisch in den Pause-Modus wechselt und ich jetzt mit dem nächsten Track wieder starten könnte. Ja, hier wie vorhin schon erwähnt, mit an Bord HX Professional und mein Dolby. Und ich sehe dann schon, die ganzen Anzeigen füllen sich hier mal ein bisschen. Und das Ganze ist einfach, ich sage immer Onkyo Leuchtfeuer. Etwas, was genau auch bei dem Tuner beispielsweise, dem 9900, der zu der Serie gehörte, genauso aufgebaut ist. Und ja, irgendwie für diese Zeit, für diese Serie typisch war, diese Anzeigen. Und hören wir uns noch mal ein bisschen die Schalt- und Laufgeräusche an. Dafür nehme ich mal die Musik raus. Das sind wirklich so typische Onkyo-Laufwerksgeräusche beim Spulen, weil das hier über einen Riemenantrieb eben mal nicht funktioniert, wie sonst üblich, sondern über Zahnräder. Deswegen hier diese etwas lauten Geräusche beim Spulen. Und ja, beim Musiklauf ist es eben so, dass der einfach eine Anspielautomatik hat und immer nur für ein paar Sekunden irgendwelche Titel anspielt. Wenn er mit den paar Sekunden durch ist, geht er weiter gleich zum nächsten, würde die nächste Lücke suchen. Also eine reine Anspielfunktion und wenn ich der Meinung bin, so an dem Punkt gefällt es mir, muss ich die blinkende Play-Taste drücken und dann gibt er an der Stelle jetzt hier mal einfach wieder. Wie bei anderen Decks manchmal auch, habe ich eben halt hier einen Single-Repeat. Ich kann einzelne Stücke wiederholen, ich kann die ganze Seite wiederholen oder ich kann eben auch einen Block markieren, wo ich sage, von Stelle A nach Stelle B, wobei ich die Stelle A mit dem Zählwerk 0 markiert habe und in dem Augenblick, wo ich den Block-Repeat dann nochmal drücke, spielt er mir genau von 0 bis eben zu der Stelle, wo ich die Taste gedrückt habe, diesen Block immer wieder. Zum Köpfereinigen lässt sich natürlich der Deckel des Kassettenfachs abmachen. Und ich komme hier durch eine wirklich große Öffnung sehr gut an meine Köpfe zum Reinigen, an meine Andruckrollen. Das ist alles gut gelöst. Klanglich und technisch war dieses Onkyo TH 2100 für diese Zeit damals sicherlich ganz weit vorne und eines der besten Decks, die zu der Zeit auf dem Markt waren. Ich habe hier nochmal ein paar Prospektauszüge und die technischen Daten, wie sie abgedruckt waren für euch. Und ja, es war damals ein Highlight und das ist es irgendwie auch heute noch. Grandios gut! Fernbedienbar ist das gute Stück übrigens über diese Kabelfernbedienung hier, diese RC5T. Im Augenblick habe ich die allerdings für zwei andere Decks im Einsatz. Und hier, wie immer, ein paar technische Daten im Textdurchlauf. Und hier noch eine kleine Fotostrecke.
Ja, zum Schluss noch eine kleine Bitte. Wenn es euch gefallen hat, dann klickt doch mal auf Like oder abonniert sogar meinen Kanal, das wäre richtig klasse. Schaut euch meine anderen Videos an. Guckt mal bei Facebook vorbei und sucht nach der Gruppe Tape Tech Liebhaber. Folgt mir oder auch der Gruppe auf Instagram. Die Links findet ihr unten auf meiner Seite in der Infobeschreibung meines Kanals. Ich fände es klasse, wenn ich euch öfter wiedersehe. Beziehungsweise ihr mich. In diesem Sinne. Macht's gut.